Wir gehen einfach mal live. Tag zusammen. Liebe Ruris, Pottis, Pöttler, Kumpelanerinnen und Kumpelaner, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde. Hallo, Kumpel Pottis. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle genannt. Erstmal fröhliche Weihnachten. Schönes Fest euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gesund. Wie ihr seht, sitze ich hier mal völlig ungeschminkt in meiner Mini-Streaming-Küche. Ohne Greenscreen, ich check jetzt einfach mal hier Instagram live aus und wir hängen ja jetzt zwischen den Feiertagen und auch bald zwischen den Jahren. Das ist also die Zeit der Rückblicke, der Resümees und der Ausblicke. Quasseln wir einfach mal drauf los. Ich habe mich mal irgendwie versucht, hier mit Instagram live auseinanderzusetzen, ob ich hier irgendwie ein anderen Background reinkriege oder Greenscreen oder irgendwas. Irgendwie, weiß ich nicht. Solltet ihr da irgendwas wissen? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Wie kriege ich Instagram Live hier ein anderes, wie heißt das, Video-Template oder Hintergrund rein? Dann schreibt mir mal ganz einfach, schreibt mich einfach an und sagt mir, habt ihr Erfahrung? Dann probiere ich das einfach mal aus. Vielleicht gibt es demnächst einfach ein paar Mal mehr Livescreens. So, und jetzt pass auf, Achtung, zack. Jetzt machen wir das Ganze auch noch richtig professionell mit Beleuchtung, ne? Sonst bringt das ja alles nichts. Okay, was haben wir gemacht in diesem Jahr? Ich habe mir das alles mal aufgeschrieben, was auf Instagram so oder auf YouTube hochgeladen wurde und was wir alles so gemacht haben. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Ich habe irgendwie bei Weitem, glaube ich, auch alles gar nicht notieren können. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 8, 5 Paar Notizzettel. Wo ich die ganzen Touren mal niedergepinnt habe. Und ich muss schon sagen, meine Güte, da ist echt was zusammengekommen. Und so die erste Tour in diesem Jahr, die fand, glaube ich, am 5. Januar statt. Wolfsburg-Runde im Duisburger Stadtwald, habe ich das genannt. Was soll man dazu sagen? Das war auch ein total rutschiger, glitschiger, verregneter Nachmittag. Das ist ähnlich wie jetzt, 10 Grad und Regen. Da war alles völlig aufgeweicht. Die Wolfsburg klingt ein bisschen komisch. Ist aber eine katholische Bildungsstätte im Duisburger Stadtwald. Ich habe jetzt einfach mal so den lautesten Wald Deutschlands genannt. Da habe ich auch einige Kommentare zu bekommen, dass das nicht so ist. Ja, vielleicht war ich auch einfach mit dem falschen Fuß unterwegs. Aber ich fand das einfach nicht so pralle. Das ist okay, man vermutet das wieder nicht. Ist ein nettes Gebiet. Nichtsdestotrotz ist diese Wolfsburg, so eine Fort- und Weiterbildungsstätte, wie gesagt, katholisches Bildungswerk oder sowas, selber mal eine Fortbildung da genossen, schöne barocke Freitreppe, ja, und dieser Stadtwald, das ist schon okay, das kann man mal machen, ne? Ja gut, wie gesagt, der Baldener See, den habe ich mehrfach hier in der Tour in diesem Jahr gehabt und ja, sei es jetzt auch nur, wenn ich mal aus der Nachtschicht komme und dann mal wieder irgendwie in den Tagdienst rein switchen möchte, so bietet sich das immer an. Ja, und natürlich auch, wie oft haben wir uns da rumgetrieben, Wodantal, Felderbachtal, in Felbert, Nierenhof, Schulenberger, Wald, Hattingen, Highlands Hopping, das ist schon fast das Wohnzimmer, ne? Das macht schon richtig Böcke, sich da aufzuhalten und ja, mein Gott, ja auch mal nach Hause muss man, ne, so back to the roots, einmal ab nach Oberhausen, nach Schmachtendorf, einfach mal Stadtteilbummel gemacht, war was ganz anderes, mal so, wo man aufgewachsen ist, einfach mal die Kamera in der Hand zu nehmen, da mal mit einer ganz anderen Perspektive durchzulaufen, wo man als Kind immer rumgesprungen ist. Hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Und dann kamen diverse Sachen. Das war ja nicht immer nur Wandertouren und viel auch im musealen Bereich. Ne? Ist jetzt halt ein bisschen eingeschränkt gewesen. Aber ich wollte mich da nicht immer so ganz hundertprozentig festlegen. Von daher ging es dann auch irgendwann mal einfach mal nach Duisburg in die Hall of Fame, das ist so ein Graffiti-Tunnel, ist so ein bisschen in den Medien so gehypt worden, ist auch durch die Nachrichten gegangen, dass die Harry Potter-Graffitis da angesprüht worden sind, riesige, große Wall-Paintings, Graffitis, Wahnsinn-Street-Art, totaler Foto-Hot- oder Top-Spot, das hat richtig Bock gemacht. Da mal hinzugehen und natürlich war Landschaftspark direkt um die Ecke, wie gesagt, Hall of Fame Graffiti Tunnel in Duisburg. Das hat schon Böcke gemacht. Ne? Und wie immer, Entdeckerschleife, ja, der gute Neanderlandsteig, der war, glaube ich, 2021 noch ein bisschen präsenter als in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz
war ich dann auch wieder unterwegs. Hier Protestanten und Franziskaner habe ich mir aufgespart. Ja, weil das eine eher kleinere Tour war, irgendwie 5 Kilometer, 6 Kilometer, irgendwie sowas. Ne? Im schönen, ach, was ist das denn da oben? Waren wir denn da? Ja, oder hier in, ich weiß es nicht, hier der Dom da hinten. Neanderlandsteig, unterwegs mit Geh raus. Grüße an dieser Stelle, lieber Christian, liebe Carmen. Da waren wir mal wieder in Velbert unterwegs, in einem schönen Mariendom. Ja, der Wallfahrtsort hat Bock gemacht. Hat war natürlich auch wieder mal tüchtig war verregnet. Ich habe mich auch ordentlich auf den Arsch gelegt, den ganzen Schirm dabei zerschreddert. Wir sind da über die nassen Felder gelatscht. Ich weiß auch noch zu berichten, dass da irgendwie noch ein Auto stecken geblieben ist oder parkte da einfach, wollte da durch, kam nicht weiter. Wie gesagt, hat schon Bock gemacht, ne? Wirklich, das war schön. Ja, und weiter geht es natürlich auch schon auf den Neanderlandsteig, Rinderbachtal, Öftertal, wieder mit dem Christian unterwegs und Tippelbuddy. Ja, Isenbügel. Also, wir haben einfach mal eine schöne Herrenrunde in Heiligenhaus gemacht. Hat mir richtig viel Freude bereitet. Ja, das sind so kleine Sachen. Da fährt man hier von Essen, ja, keine Ahnung, ein Viertelstündchen, 10 Minuten oder so was und ist in einem völlig anderen, absolut anderen Gebiet, ne, ganz andere Natur. Macht immer wieder Laune. Ja, gut. Ne. Da haben noch viele, viele andere Dinge sind da noch zwischengekommen. Wie gesagt, die Landstreifer-Tour hart an der Grenze in Obererkenschwidt und unterwegs. Auf dem Hohen Marksteig, 12 Kilometer-Runde, richtig Bock gemacht. Ne. Da tourne ich nach wie vor immer noch sehr gerne rum. Und diese Themenrouten oder diese Landstreifer oder harter Grenzweg, hart Grenzweg-Runde, auch wieder sehr zu empfehlen. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 11, 12 Kilometer oder so. Navi brauchst du nicht, völlig überflüssig. Kann man sich wunderbar an den Wanderschildern orientieren. Macht schon Lust. Ne? Stündchen fährst du da schon irgendwie, um mal aus dem Ruhrgebiet rauszukommen. Aber dann bist du aber auch mental auch schon wieder ganz weit weg. Ne? Ja, mit Mama und Papa war ich unterwegs. Mutter, Vater, Kind on Tour. Ne? War ein Wald, zwei Generationen, gleich dreimal Erholung. Mama und Papa sind auch gut zu Fuß. Sie sind Gott sei Dank noch richtig gut drauf. Derzeit, wie gesagt, auch für Potternander immer mal wieder irgendwo mit dabei. Derzeit sind sie in Asien unterwegs und auf eine Kreuzfahrt, müssten irgendwo in Malaysia sein. Ich schicke euch nachher mal irgendwie ein Foto in die Stories. Da ist tatsächlich auch ein bisschen Fan- und Merchandising mit am Start. Einmal auf der anderen Ende der Welt. Ja, wir waren im Hünxer Wald unterwegs, hat einfach Bock gemacht, hat das erste Mal auch irgendwie zum Ende der Tour mal eine Hängematte ausprobiert, die Mutter mal da reingelegt, also pff, macht einfach Spaß, jede Menge Dönekes, Späßeken gemacht, ne? Jo, was soll ich sagen? Was kann man noch machen? Ja, och Gott, ja, Bochum, wunderbares Bochum, ne? Bergwertung im Weidmarer Holz hat Bock gemacht, ne? Da einmal, ihr kennt das schon, da Planetarium. Oder die, das hat Sternwarte, ne? Sternwarte Bochum. Bis runter zur Ruhr, andere Seite wieder hoch. Ja, boah. Also, ich glaube, da waren wir auch irgendwie auf Teilen des Bergbauwanderwegs unterwegs. Das war tatsächlich anstrengender als gedacht, muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz wieder mal vor der Haustür und jede Menge Grün erlebt, weil ich da so vorher gar nicht erwartet habe. Und genau das macht es ja eigentlich auch immer wieder aus. Ne? Ja gut, kleine Runde, man weiß nicht immer, was man machen kann. Auf der, nochmal an der Halde Haniel, nochmal unterwegs, einfach den, ja, wo waren wir da unterwegs? Auf dem Kreuzweg zum Gipfel von Grafenmühle aus. Das sind so kleine Dinge, nochmal durch den, ja, durch diese Wäldchen da von Bottrop. Also, das macht einfach irre Laune. Das ist so der Hausberg, der ist immer wieder vor der Tür. Und was liegt da näher, als da einfach mal irgendwie eine schnelle Tour zu machen und da einmal rauf zu hüppen. Ne? Jo, das erste Highlight dann des Jahres, das war mit dem Jürgen von der Wanderwegewelt. Lieber Jürgen, an dieser Stelle grüß dich. Wir waren unterwegs, du hast mich mitgenommen, du hast mich mitgeschleift, anders hätte ich das gar nicht gemacht. Und wir waren unterwegs in Sprockhövel und zwar wandern unter Tage. Das hat mir alles abverlangt. Das hat mich jede Menge Nerven gekostet und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da durchstehe. Also,
Tja, wir waren tief im Berg, also im Stollen von Sprockhövel, in einem Erbstollen. Und an dieser Stelle auch nochmal Grüße an die lieben Jungs vom Besucherbergwerk Stock und Schernberger Erbstollen hier in Sprockhövel. Wir waren, ich glaube, weiß nicht, 1,5 Stunden unter Tage, irgendwie 650 Meter rein und dann wieder raus in gebückter Haltung in so einem kleinen Stollen. Das war so ein Abwasser. Kanal oder so hat ne, keine Ahnung. Also man konnte so knapp drin stehen, da passen vielleicht maximal zwei Schultern nebeneinander und dann so in gebückter Haltung, in kniehohem Wasser, in Gummistiefeln dann da durch, mit Kamera in der Hand. Und ich hätte echt nach 50 Metern habe ich eigentlich die Hose voll gehabt und wäre am liebsten auch so wieder raus. Also das hat mir echt alles abverlangt und das war, wie gesagt, das ist für mich ein absoluter Geheimtipp und die Jungs, das ist ein privater Verein, haben da ein Museum in Eigenleistung raufgezogen. Das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Das ist ein absoluter noch Geheimtipp und da folgten dann auch schon die Medienberichte von den großen populären Medien und auch die Tourismusverbände. Also da tut sich extrem noch was und das ist wirklich, wenn ihr Bock auf Abenteuer habt und jede Menge Spaß und Unterhaltung, die Jungs sind wirklich super lieb und passen auch wirklich super, super gut auf und führen euch da einfach mal in die, ja, wie soll man sagen, so in die Anfänge des Ruhrbergbaus rein. Also das hat schon echt irre Spaß gemacht. Ja, gut, weiter im Text, was lag noch so an in diesem Jahr? Gut, Kruger Park, natürlich immer, brauchen wir nicht zu drüber reden. Ja, einfach mal so ein Feierabend-Walk, ne? Macht schon Bock. Klar, und mal so eine Abendrunde mit dem Tippelbuddy. Grüß dich an dieser Stelle auch immer mit dabei, mit Potterner. Auf dem Bahnberg in Hattingen, Niederbonsfeld, in der wunderbaren Winzermark. Einfach mal so auf so eine kleine Hausrunde. Da hat mir der Tippelbuddy einfach mal seine Runde gezeigt. Das ist auch wunderbar, wunderschön. Mit einem ganz, ganz tollen Panorama Richtung Hattingen, Richtung Ruhr, die ganzen Ruhrschleifen. Macht schon Bock. Und wenn ihr an dieser Stelle tatsächlich nochmal alle Touren sehen wollt, guckt einfach mal in den Potternander YouTube-Kanal rein. Und auch hier auf Facebook gibt es immer wieder im Feed und im Stream dann auch die Videos. Die kommen ein bisschen später als YouTube rein. So könnt ihr nochmal alle Touren nochmal nachvollziehen oder auch nochmal nachwandern, mitwandern. Nochmal miterleben und meistens seht ihr in den Videobeschreibungen dann auch nochmal den GPX-Track, den könnt ihr euch natürlich runterladen, auch bei Komoot bin ich auch unter Potternander und vielleicht ist das ein oder andere für euch auch was dabei oder vielleicht habt ihr auch eine super Idee, wenn ihr irgendwas habt, wo ich mal hin sollte oder was ihr toll findet, schickt mich da einfach hin, schreibt mir einfach und gebt mir Tipps, wo ist es nett? Oder schaut einfach mal in die Facebook-Gruppe rein, Potternander, Tralafitti-Gruppe Ruhrgebiet. Ja, einfach soll auch ein bisschen Community-Austausch entstehen, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, wie gesagt, oder von euren Erfahrungen berichten wollt, dann legt los rein in die Tasten. Müssen wir gucken hier, also Abtsküche, Rundwanderweg, Heiligenhaus. Wir waren unterwegs auf dem A6 am Rand vom Ruhrgebiet. Das ist wie gesagt nicht ganz Ruhrgebiet. Aber eines auch, wie gesagt, eine wunderschöne, wunderschöne Rundwanderung. Und wenn man an diesem Abtskücher Teich ist oder auch an diesem Museum oder auch an diesem Café, könnt ihr alles, wie gesagt, ist ein kompletter, runder Sonntagnachmittag, den ihr da erleben könnt. Und da sind tatsächlich an dem Abtskücher Teich, rennen auch die Nutrias rum, hätte ich nicht gedacht. Und wenn du nicht aufpasst, dann hast du die auf dem Schoß sitzen, ne? Ja, ein schönes Video ist auch nochmal im Gasometer Oberhausen entstanden. Herzlichen Dank, dass ich da drehen durfte. Auch an die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Für die Ausstellung Zerbrechliche Paradies, das ist nochmal verlängert worden. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, das zu sehen. Dann könnt ihr wirklich mal erleben, sag mal, nicht nur wie schön die ganze Welt ist, sondern was der Mensch eigentlich mit der Natur macht und das ist schon wirklich sehr beeindruckend, also welche Fotografien da ausgestellt werden oder auch die Videoinstallation im Inneren des Gasometers, ne, wie der große Globus da angestrahlt wird. Und ja, das ist wie gesagt nicht zu Unrecht, einfach die imposanteste, größte Ausstellungshalle Europas und ein absoluter Magnet für jeden hier im Ruhrgebiet. Auch schon alleine,
Ja, mit dem Panoramaaufzug im Gasometer hochzufahren und von oben dann diesen wunderbaren, einzigartigen 360-Grad-Ausblick zu genießen ins Ruhrgebiet. Wie gesagt, Gasometer Oberhausen, das Wahrzeichen meiner Geburtsstadt. Ja, ich bin dort geboren worden und komme immer wieder gerne da zurück. Ne, das ist einfach, Heimat bleibt Heimat, das ist so. Ne? Und Essen ist mein Zuhause, wisst ihr ja. Naja, gut, weiter geht's. Ach, ja, Urlaub, das war schon Mitte des Jahres. Mein Gott, ging es in den Harz. Ja, ja, an den Harz habe ich wunderschöne Erinnerungen. Jetzt habe ich leider gehört, dass der Brocken-Benno in der Nacht zu Heiligabend verstorben ist. Da tut mir unendlich leid. Und auch nochmal tiefe Anteilnahme an die Familie zum Brocken-Benno. Ich habe ihn damals mal treffen dürfen. Das ist schon mit Sicherheit, keine Ahnung, bestimmt 10 Jahre her. Ach, war er damals schon ein alter Mann, aber sowas von knochenfit. Ne? Der ist ein bis zweimal am Tag, ist er da von, ach, Ilsenburg, Werner, von Wernigerode, glaube ich, aus, den Brocken rauf und wieder runtergelaufen. Und so habe ich ihn damals auch mal treffen dürfen. Und das war ein ganz, ganz wunderbarer Moment. Ich war mit meinen Eltern, mit dem Sohnemann unterwegs. Und ja, seitdem hängt auch das Foto mit Brockenbenno bei mir im Schlafzimmer. Das bleibt auch da. Ja, in Schierke waren wir mitten am Fuße des Brockens, schöne Ferienwohnung gehabt und dann mal so die ganzen Touristen-Hotspots abgeklappert. Das hat schon Bock gemacht und das war auch erschreckend zu sehen, in welchem Zustand sich der Harz selbst befunden hat. Wenn man sieht, so im Abstand von 5 Jahren, das ist nochmal, ich habe viele Orte gar nicht mehr wiedererkannt. In Schierke, Feuerstein, ich wusste gar nicht, wo ich mich das letzte Mal da genähert habe, aus welcher Richtung. Ja, natürlich sind da Rostrappe-Tale. Ach mein Gott, das hat einfach alle paar Jahre muss man mal in den Harz und so die typischen Touristenspots abklappern. Richtig Bock gemacht. Ja, und wenn man sich wieder versieht, ist auch ja, der Urlaub schon wieder vorbei. Dann geht es schon auch wieder in die Brauker Alpen, ne? Ab nach Gladbeck, ja, auf die Mottbruchhalde. Ne? Hat auch Bock gemacht, Gladbecks Bergwelt abzuklappern. Ne? Und ja. Ich glaube, ich habe so versucht, ein, zweimal irgendwie pro Woche eine Tour zu machen. Manchmal ist es auch mal 2 Wochen nichts geworden oder so. Sollte man sich auch nicht von stressen lassen. Und ich versuche ja irgendwie immer hier in der Nähe zu sein. Das ist jetzt kein großer wie heißt das, so ein Travel-Blog-Kanal, wo man weite Touren macht. Ich finde das eigentlich so charmant, Dinge zu entdecken, die irgendwie in der Nähe der Haustür sind oder einfach nur mal raus aus der Haustür, nach links oder rechts loslaufen. Ne? Ja, so waren wir dann in Ratingen, wieder mit dem Christian von Geraus. Grüße auch an dieser Stelle, Junge, und ich hole dich irgendwie nochmal in den Feed hier rein und dann machen wir mal zusammen Livestream, wenn ich mal kapiert habe, wie das hier irgendwie funktioniert, ne? Im laufenden Stream hier irgendwas einzubauen. Wir testen das nachher mal aus, mal gucken, was so passiert. Ja, Rundwanderweg A6 am Sondert, ne? Schönes Naturschutzgebiet hier. Ratingen, das war auch relativ, also Einflugschleise da in der Nähe zum Flughafen, das war auch schon irre laut und hat auch tatsächlich einiges Interessantes geboten, fand ich. Ne? Also da das war auch vor allen Dingen knallerheiß, muss man sagen. Wir nähern uns dann schon langsam Frühling, Sommer oder so. Ja, bisschen, das war schon ordentlich. Das war, glaube ich, mitten im Sommer, wenn ich das so bedenke. Ja, ganz genau. Und kurze Zeit später war ich auch wieder mit meinem Papa unterwegs auf dem Rotbachweg und zwar zwischen der Sträterei und Hiesfeld, dann zur Dienstlakener Mühle. Und zwar ist das eine Tour, eine Erfrischungstour, genau, weil das auch so ein Weg am Wasser war, aus dem Buch Wandern für die Seele von dem, Thomas Dörmann. Ist übrigens hier in den Medien unter Ruhrpottblick vertreten und sehr aktiv und großer aktiver Wanderblogger und wir haben wirklich da ja seit Jahren verfolgen wir uns und schreiben uns, lesen uns, liken uns und haben uns auch kurze Zeit später darauf gesehen und getroffen. Das hat auch richtig Bock gemacht, lieber Thomas. Auch hier würde ich mich freuen, wenn wir noch mal eine tolle Tour zusammen machen würden und vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Inspirationen, die du uns und vielen anderen immer wieder gibst. Jo, dann kam es auch schon. Villa Hügel, Exploring Hidden Places, da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Das war wahnsinnig. Hier die verborgenen Räume der Villa Hügel zu entdecken, ne? Von den 200,
56 Räume oder so sind ja wirklich nur ein Bruchteil für die Öffentlichkeit zugänglich. Und dann hat die Krupp-Stiftung, viele Grüße auch nochmal hier an dieser Stelle an den Kanal der Krupp-Stiftung, uns eingeladen, zu einer Führung die verborgenen Räumlichkeiten erleben zu dürfen. Das war wirklich einmalig. Und da ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Dann auch nochmal unten das Casino unter der Bücherei zu sehen und vor allen Dingen auch das Schwimmbad, ne, zu erleben. Bis hin zum Belvedere, dem Aufbau ganz oben, den ihr alle mal von weit her sehen könnt. Das war ein ganz besonderer Moment, auch das Ganze anzumoderieren oder mit der Kamera begleiten zu dürfen. Das werde ich nie vergessen und ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Ich habe noch ein, zwei Wünsche, die ich da noch sehen will und ich oder sehen möchte. Und wenn ich da die Gelegenheit habe, reinzukommen, dann ist das wirklich nicht selbstverständlich. Ich freue mich da sehr drauf. Weiter ging es in diesem Interview-Modus. Wie ihr seht, das ist jetzt nicht nur alles immer im Wander-Vlogging und ich lasse mir die Formate da so ein bisschen für den Blog auch auf und mache das, worauf ich Bock habe und was mich so selber interessiert. Und dann ging es zum Pommes-Talk. Und auch hier ist nochmal so ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen, denn ich war nicht nur in irgendeiner Pommesbude, sondern ja, ich war in Dorsten. Haha, im wunderschönen Dorf Herwest und zwar im Glückauf Grill. Hier auch an dieser Stelle an den Instagram-Kanal Glückauf Grill in Dorsten. Grüßt euch, ihr lieben Leute. Auch das war schön. Ich habe die Möglichkeit zum Pommes-Talk gehabt und habe mich da morgens um 11:30 Uhr getroffen, wollte da eine nette Anmoderation machen. Da stand da schon eine Schlange von Senioren, die da den Mittagstisch schon genießen wollten. Und wie gesagt, nicht zu Unrecht stehen die da. Ja, und so habe ich mich bei einer ordentlichen Portion Pommes auch mit dem Pächter oder was war mit dem Inhaber so da getroffen und ja, so haben wir dann die Pommesbude von der Mutter von Frank Rosin, die auch hier in Rosins Restaurants eine Staffel hatte, näher unter die Lupe nehmen können. Und das war wirklich auch wahnsinnig toll. Das Ding steht einfach unter Denkmalschutz, ne? Und wie gesagt, der Herwester Bruch ist unweit da ums Eck, beziehungsweise das Dorf Herwest mit einem wunderschönen Brunnenplatz. Also nichts wie Hinder. Natürlich kennt er der Glückauf Grill in Dorsten. Das, wenn das nicht immer nur eine Stunde Weg wäre hier vom Ruhrgebiet, wie gesagt, ich würde mich da rappeldull futtern. Ne? Also richtig Bock gemacht. Ja, und dann ja, habe ich tatsächlich noch weitergemacht. Das war auch im Sommer mit zwei Fahrradvideos. Ich habe einfach mal nach, keine Ahnung, nach 2 Jahren Fahrradpause mal in den Drahtesel rausgeholt und bin dann hier die Kruger heißen Trasse runter ab Richtung Ruhr. Dann mal bis zur Pontonbrücke Richtung Bochum und anderen Tag dann nochmal um Baldeneysee rum. Ja, eigentlich wollte ich noch mehr Radreise gemacht haben und da hat sich aber leider Gottes die Möglichkeit nicht zu ergeben. Vielleicht passiert das auch nochmal jetzt im kommenden Jahr. Ich wollte eigentlich vielleicht mal wieder einen Teil eines Fern Radreiseweges machen. Vielleicht ergibt sich dann auch noch mal irgendwie was mit dem ja, mit Regionalverband Ruhr, Grüße hier auch an dieser Stelle, ob man die Möglichkeit hat, dann noch mal eine Tour da noch mal von zu berichten oder so. Ne? Wie gesagt, ich peile da einen ganz bestimmten Weg an und hoffe, dass ich dann auch mal wieder ein bisschen mehr mit dem Rad unterwegs sein kann. Ansonsten hätte ich dann noch ein anderes kleines Projekt im Kopf. Da komme ich aber, sage ich mal so, ohne weiteres nicht weiter. Da braucht man schon Unterstützer, ja, oder Sponsoren, sagen wir es, wie es ist, damit wir dann oder geeigneten fahrbaren Untersatz haben. Ne? Und das ist in diesen Zeiten dann auch gar nicht mal so einfach. Aber jetzt bin ich auch in so einem Alter, ne? Und wenn er dann mit Fahrrad und Gepäck, ey, da bin ich nicht mehr fit genug für. Ne? Ich habe ja gar keine Kraft mehr für, irgendwie was zu reden. Ne? Jo. Wie ging es weiter? Gut, da habe ich auch das erste Mal wieder das maritime Ruhrort entdeckt. Komme ich gleich nochmal zu. Und ja, wir waren natürlich in der Elfringhauser Schweiz unterwegs, durch die Hühnertore. Wer kennt ihn nicht? Den Bergerhof. Da sind wir gestartet mit dem Tippelbuddy wieder zu einem wunderbaren Rundwanderweg und haben, glaube ich, da auch. Ja, diesmal nicht so einen ganzen mörderischen Kamikaze-Weg entdeckt mit einem Steigungswinkel von 15, 20 Grad oder was. Also wir haben auch keinen Trailrunner entdeckt.
Nee, aber dafür die Teilnehmer des Megamarschs Ruhrgebiet, die dann, glaube ich, schon 80 Kilometer unterwegs waren, auf dem Weg dann nach Wuppertal zum Ende. Und das ist schon ordentlich. Also das hat für mich jetzt, das ist Hochleistungssport und jetzt auch kein irgendwie Wandergenuss mehr. Also Hut ab an alle Teilnehmer und Wanderfans, die immer diese Veranstaltung da mitmachen. Ne? Das ist schon ordentlich. Nächstes Highlight. Mein Gott, was habe ich da gezittert vorher? Ich glaube, wir befinden uns jetzt auch schon mittlerweile im. Ich glaube, wir dürften Richtung September, Oktober, glaube ich, war das. Ich war unterwegs mit den Wanderverliebten, auch hier. Ihr lieben Leute, es war mir eine große Freude und Ehre, euch kennenzulernen. Liebe Froni, lieber Micha von den Wanderverliebten. Ich durfte mit euch den Brückensteig machen. Auch Brückensteig hier an dieser Stelle. Grüße von Potternander gehen raus. Jo, die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands mit über 100 Metern, 114 Metern oder so. Mein Gott, da wollte ich eigentlich meine Höhenangst. Also eigentlich wollte ich es nicht. Hätte ich es nicht gemacht. Der Christian von Giraus hat mich mal gefragt, ob ich den Brückensteig mal machen wollte. Das war genau ein Jahr vorher. Ich gesagt, da kriege ich keine 10 Pferde drauf, mache ich nicht. Ne? Und ja, so ist er dann zur Einweihung dieses Brückensteigs dann da los und ich habe da gekniffen, sage ich, wie das. Ja, jetzt habe ich ja im Stock- und Schernberger Erbstollen von Sprockhövel eine ganz andere Seite an mir kennengelernt, zwar die Platzangst, ne? Raumangst, wie heißt das? Also Angst vor engen Räumen. Das kann ich, also das kann ich schlecht, muss man ganz klar sagen. Da bin ich nicht cool genug für. Passiert nichts im Prinzip, aber da muss ich schon ein paar Mal irgendwie den Kopf ausschalten. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, was soll's, test es mal aus. Hast du Höhenangst? Ja, habe ich eigentlich immer geglaubt, ich hätte Höhenangst, weil man immer so ein bisschen komisch war. Ne? Saß so ein mulmiges Gefühl irgendwie im Bauch, so Schmetterlinge und immer so Fallängste oder was. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Das immer so kribbelt in der Magengegend, wenn man irgendwo oben steht und runter guckt. Ne? Und ja, und so ging es dann hoch. Wir haben uns getroffen, Froni und Micha von den Wanderverliebten, im Münchenpark Brückner, wer ist das? Brückenpark Münsten. So, Münstener Brücke, jetzt habe ich es. So, an der wunderschönen Wupper. Und haben da erstmal jede Menge Dönekes gemacht, fast noch irgendwie den Startpunkt verpasst. So, da hat es erstmal dann mit Einweisung ins Klettergeschirr ging. Da ich dachte, mein Gott, Klettergeschirr, bist du denn sicher? Denn was machen wir bei dem Brückensteig? Ne? Es geht nämlich in den Brückenbogen hoch bis zum Scheitelpunkt. Dann kannst du über so einen Balken drüber wandern. Ne, das ist jetzt nicht schmaler, irgendwie so anderthalb Fuß breit. Und unter dir, so 100 Meter, ist dann die Wupper. Ne? Und dann, gut, man ist natürlich immer gesichert ja, mit Haken am Seil. Aber trotzdem, das muss ja auch gelernt sein. Und so als Unkundiger ist das schon mal echt aufregend, in so ein Klettergeschirr reinzusteigen. Weil man kriegt eine super Einweisung. Also die Guides sind wirklich großartig und du hast auch hier so eine Fernbedienung, wie heißt das denn? Ein Walkie-Talkie. Das heißt, du kriegst jetzt auch nicht nur immer Infos zum Brückensteig, sondern kannst eigentlich auch jederzeit dich melden, wenn es dir unwohl wird oder so. Ne? Also da ist sofort jemand zur Seite und so ging es dann los in der Gruppe vom Brückenpark zum Brückenpfeiler und dann die Treppen wirklich hoch und ganz langsam hoch und auch immer wieder mit Erklärung, wie man dann irgendwie mit den Haken da umgeht, sodass man immer gesichert ist, ne? Und auch immer wieder ausreichend Zeit hat, dann das Panorama oder auch das Gefühl zu genießen. Und wenn dann noch irgendwie die Bahnlinie über dir wegbollert, ne? Das hat schon irre Spaß gemacht. Und ich sag mal, mit jedem Meter, den man da höher geht, umso ruhiger wird man, umso mehr macht es Spaß. Umso mehr kann man es genießen. Und dann kam natürlich der Moment, was machst du? Gehst du über diesen Balken drüber, wagst du dich, balancierst du da drüber. Und das hat so Bock gemacht. Das hat irre Bock gemacht. Das war ein Wahnsinnskick. Ne? Also, obwohl es echt eine Kleinigkeit ist, aber das war auch schon, das war schon ein ganz besonderer Moment. Also, irre. Ja. Und wie gesagt, nach so einem Kick muss man auch irgendwie wieder runterkommen. Ich glaube, danach haben wir auch wieder mal ein bisschen Baldeneysteig gemacht. Hier ein Teilstück unterwegs auf den Ruhrhöhenweg gewesen. Ne? Dann auch zum Wasser runter, wieder zurück. Also eine Hausrunde hier, Potternanders Hausrunde, findet ihr auch bei Komoot auch in der Kollektion. Ne? Da findet ihr auch alle meine Touren nochmal gesammelt. Ne? Könnt ihr also suchen.
Ja, und ich habe tatsächlich auch vorher schon so ein kleines bisschen trainiert. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe, denn die nächste Herausforderung stand an. Da wir schon so häufig auf dem Baldener Steig rumgeturnt sind und den Kettwiger Panoramasteig auch gemacht haben, klar, ging es dann zum nächsten Steig hier in Essen, den Zollvereinsteig. Man glaubt es gar nicht, warum heißt der denn Steig, ne? Also ein urbaner Rundwanderweg im Essener Norden. Darum ging es. Der ist unlängst erst eröffnet worden. Ist schon vor einem Jahr so ein bisschen geleakt worden. Und ja, seitdem sind auch Bücher darüber entstanden. Da war der Jochen Tack, der war da unterwegs, der bekannte Fotograf von der WAZ. Der ist dann auch mitgelaufen und hat das Ganze als Buch mit rausgebracht. Ja, habe ich jetzt hier gerade nicht auf dem Schreibtisch liegen. Ja, wie gesagt, es gibt ein wunderbares Buch darüber, über den Zollvereinsteig, das ist im Klartext Verlag erschienen. Grüße auch hier an dieser Stelle. So dass ich mir das erstmal durchgelesen habe. Denn so wandern im Essener Norden, seien wir ehrlich, ne? Was willst du da erwarten? Oder was habe ich da erwartet? Welche Erwartungen hatte ich? Jetzt bin ich schon mal so Urban Hiking schon mal mit dem Jürgen gemacht. Das heißt einfach mal rund um Duisburger Kaiserberg. Das muss man wollen, ne? Das ist Rock'n'Roll, wie der Jürgen immer sagt. Das hat auch seinen ganz besonderen Charme, mal nicht durch Wald zu laufen und durch urbanes Gebiet. Ja, bei Essener Norden, ne, seien wir mal ehrlich, okay, was kann so ein Steig da bieten? Was ist daran so Premium? Und dann im Vergleich zum Baldener Steig oder zum Kettwiger Panoramasteig. Gut, dann geht das erstmal vertraut los auf dem Gelände von Zeche Zollverein. Und wie gesagt, wie gut, ich kann nur jedem empfehlen, lest euch vorher das Buch durch, den Reiseführer, dann habt ihr so ein bisschen Background, den Hintergrund, wo ihr euch befindet und was das mit dem Weg auch auf sich hat. Und ich, genau das macht das aus. Ne? Je mehr man sich mit dem Weg beschäftigt, umso mehr, sag ich mal, Mehrwert hat man dann davon. Ne? Da befindet man sich also auf einem wirklich historischen Gebiet. Und wenn man dann auch so die Backgrounds hat, das macht nochmal deutlich mehr Spaß. Ja, und so ist man eigentlich ja erstmal allein das Gelände von Zollverein, natürlich Weltkulturerbe. Da geht nichts drüber. Ne? Und dann geht der Weg tatsächlich auch mal weiter Richtung ja, Altenessen. Ne? Du kommst dann also an einer Köln-Mindener Strecke vorbei, die also auch hier für den Bergbau ganz eine wichtige Wirtschaftsstrecke war. Und so Backgrounds, die kann man dann tatsächlich den ganzen Büchern entnehmen. Ne? Das ist sehr gut recherchiert. Richtung, ach, wo ging es weiter? Richtung Zeche Karl und dann auch Rubbel die Katz in Richtung Schurenbachhalde natürlich. Ne? Dann hast du die Möglichkeit, nochmal eine Kanaprunde zu drehen, nochmal 5 Kilometer weiter und ja, so, da hast du auch schon die ersten Höhenmeter und auch die Nachbarhalde. Dann bist du da unten in dem Emscher Gebiet am Rhein-Herne-Kanal, ne? Unweit auch vom Nordsteinpark und dann geht es dann auch irgendwann mal über den Nienhauser Busch zurück, ne, und dann hoch eigentlich bis zum Stoppenberg, da wieder die Ecke. Ne. Also, das hat mich sehr überrascht, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und ich glaube, man hat auch so sehr davon profitiert, dass man vorher sich mit dem Weg befasst hat, ne, sodass man auch wusste, wo man da langläuft, was hat er damit auf sich. Und dann war das einfach nicht nur ein Weg, sondern einfach viel, viel mehr. Und vor allen Dingen wusste ich auch nicht, schaffe ich diese 27 Kilometer überhaupt an einem Stück? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ehe man sich vermutet, die ersten 15 Kilometer prima und ehe man sich versieht, 20. Also ich an dem Tag habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte 30, 35 Kilometer laufen können. Wahnsinn. Und ich möchte den Weg definitiv nochmal laufen und auch mit der Kanapa-Runde. Also nochmal 5 Kilometer drauf. Und Tippelbuddy war dabei, der hat durchgehalten, mitgemacht. Wir haben viel Spaß gehabt. Arbeitskollege hat mich noch auf der Tour abgefangen. Bei Kilometer 15 oder so ist er eingestiegen. Der Lucky, Grüße, mein Lieber. Er wollte eigentlich den Zollvereinsteig komplett in Schlappen laufen, hat das aber verpennt, weil er aus der Nachtschicht kam. Hat uns dann aber irgendwann nochmal abgefangen und hat dann echt Ehrenmann im strömenden Regen dann die restlichen 3, 4 Kilometer dann in Premium-Adiletten gemacht. Junge, Junge. Richtig geil. Jo, was gab es sonst noch? Wir nähern uns dann schon langsam dem Ende, ist ja auch schon genug gequasselt jetzt hier, ne? Kunst, Kultur, bei Pottananda wird auch mal groß geschrieben, Emscher Kunstweg, ich war unterwegs, von Neustadt nach Duisburg, kann dich nicht. Das ist Kunst, klar, aber wo ist die? Ich war auf dem Gelände des Hüttenwerks, Landschaftspark Duisburg Nord,
Ich habe gedacht, ich kenne da jeden Winkel. Und ich habe da die Neustadt gesucht. Das ist also ein Kunstprojekt. Findet ihr auch im YouTube-Video und auch hier bei Instagram. Und auch ein toller Fotospot. Direkt auch eigentlich am Rande der Fahrradtrasse. Also wisst ihr vielleicht, wo sich die Neustadt in Duisburg befindet? Emscher Kunstweg. Schaut mal nach. Kleiner Tipp von mir. Jo, ich bin nochmal zurück zum Glückauf Grill. In den Herwesterbruch. Schönes Natur. Also eigentlich kann man da Störche gucken. Das war auch nicht die Zeit dafür. Dafür gibt es Heckrinder. Also sowas wie Auerochsen wird immer gerne irgendwie verwechselt. Ne? Ja, und das war auch natürlich wieder ein Hauptargument, bei dem Glückaufgrill einzukehren. Richtig geil. Ja, dann nochmal nach der Nachtschicht rauf auf die Brauker Alpen. Wie ihr seht, wie gesagt, ich laufe manche Touren noch mehrfach. Ne? Und gerade weil das auch hier so um die Ecke ist und schnell zu erreichen. Und so eine Haldentour, sagen wir mal ehrlich, da gibt es eigentlich nichts Schöneres, als mal so ein bisschen auf dem Dach des Ruhrgebiets rumtouren zu können. Jo, was gab es noch? Ah, herrlich. Abschmieden am Halbachhammer. Abschlag vielmehr am Halbachhammer. Im Ruhrmuseum. Herzliche Grüße, ihr Lieben. Der historische Halbachhammer, so ein alter Schmiedehammer. Hier im Nachtigallental, dahinter der Margaretenhöhe. Das ist eine Schmiedevorführung gewesen. Ne? Und der wird betrieben mit Wasser. So. Und das ist auch so ein ganz besonderes Ding gewesen, den mal in Action zu sehen. Ne? Und das Ganze wurde dann auch betrieben und halt geschmiedet wie damals. Ne? Und das ist schon echt Wahnsinn, wenn so ein 300 Kilo Schmiedekopf, der nur mit einem Keil festgemacht ist, irgendwie da niederrumst und ja, Wahnsinn, das vibriert einfach den ganzen Klang. Boah, das hat Bock gemacht. Und auch da kann man hervorragend spazieren. Da ist, glaube ich, auch eine offizielle Wanderroute, also ich glaube, die Wasserroute von Essen läuft da rum. Ja, und das Nachtigallental, natürlich die Margaretenhöhe, brauche ich euch nicht zu sagen, ist auch immer wieder ein toller Spot, hier direkt vor der Haustür ein paar Meter zu machen. Ja, und gerade als hätte ich gerade erst dieses wunderschöne Video abgedreht, das war für mich auch ein Wahnsinnsmoment. Ich war super aufgeregt im Vorfeld schon. Auch nochmal ein ganz, ich habe das Format des Interviews beibehalten, fand ich großartig, fühle mich da auch sehr zu Hause, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe also eine Brauereiführung machen dürfen und zwar mit keinem geringeren als Dr. Thomas Stauder von der Privatbrauerei Jakob Stauder in Essen, Altenessen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Stauder, dass ich Sie begleiten durfte, dass Sie Zeit für mich hatten, mir Ihre Brauerei, unsere Brauerei und unser Bier näher zu bringen. Ja, das ist nochmal ein ganz anderer Moment, so One Man unterwegs zu sein, ne, mit dem Stativ, mit Kamera, mit Ton. Du bist also Bild, Tontechniker, Moderator, Regisseur in einer Person. Völlig aufregend, aber ich finde das Ergebnis wirklich großartig und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, für mich ein ganz besonderes Highlight, auch in diesem Jahr, die Brauereiführung mit Dr. Thomas Stauder und ja, auf dem Gelände von Jakob Stauder Brauerei auf der Stauderstraße. Mir geht das Herz auf. Richtig gut. Ach, was haben wir noch gehabt? Eine Fackelführung. Ja, klar, vom Regionalverband Ruhr. Nochmals Grüße, ihr Lieben. Unterwegs auf dem, ja, in der Hohen Mark. Boah, das war großartig. Haben wir ein paar Wochen vorher schon mal probiert, haben uns aber da irgendwie verflanscht, waren da auf einem völlig anderen Startpunkt. Diesmal hat funktioniert. Waren dann mit den Rangern unterwegs zu einer Fackelführung vom Regionalverband Ruhr, also eine geführte Tour. Durch die Nacht, wird auch super erläutert, ist absolut familientauglich, also gar keine Angst. Das ist also ein richtiges Familienhighlight und der Veranstaltungskalender von Regionalverband Ruhr, der ist wirklich prall gefüllt. Da gibt es immer wieder super, super gute Tipps, die ihr machen könnt. Geht mal auf die Homepage und das kostet nicht die Welt und ist wirklich eine tolle Erfahrung. Also Veranstaltungskalender vom Regionalverband Ruhr. Jo, die letzten beiden Videos. Oder drei Videos,
Ja, waren auch so direkt vor der Haustür, wie gesagt, Rüttenscheid, einmal die Rühe rauf und runter, ne, hier zwischen Flora und Stern. Fand ich auch ganz geil, so einen Urban Walk zu machen. Das war auch nochmal anders, sich mit der Kamera durch Menschen zu bewegen, irgendwie da so ein bisschen auch die Privatsphäre zu halten und zu wahren und einfach so seine Einkaufsstraße, sein Viertel näher zu bringen. Also einfach so ein Walking-Video. Fand ich auch ganz geil. Mal so ein kurzes, schnelles, spontanes Ding, wo ich einen Gimbal genutzt habe. Das war okay. Das hat auch von der Perspektive Spaß gemacht. Ne? Vorher war ich noch in Bredeney, da gab es ein neues Kunstobjekt von Balkenhol, ja, wo ein Piano hingestellt wurde, ne? Und eine Tänzerin draufsteht und einer liegt da bäuchlings und spielt Klavier. Ist nicht ganz unumstritten, ob das da sein muss, aber da am Bredeneyer Kreuz, wie gesagt, mir hat es gefallen. Ich finde es gut und das passt auch irgendwie dahin. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, macht es auch Spaß, sich irgendwie da mit dieser Perspektive zu befassen. Also, ich fand es in Ordnung. Ja, und jetzt unlängst noch unterwegs gewesen, vierter Advent, in Duisburg, Tiger and Turtle, Magic Mountain. Ja, ist ein Wahnsinns, wie soll man sagen, eine Wahnsinnslandmarke. Für mich sogar, wenn nicht sogar neben dem Tetraeder, die spektakulärste Landmarke, die man hier so hat. Und dann, wo man dann wirklich in dieser Achterbahn oben sich da bewegen kann. Ja, Duisburg hat für mich so einen morbiden, rauen Charme. Auch das muss man wollen. Das ist nicht schön. Bleibe ich bei. Das ist nicht schön. Das muss man wollen. Das ist härteste Industriekulisse, die sich da bietet. Da muss man sich drauf einlassen. Und so ging es dann auch nochmal weiter Richtung Ruhrort. Und jetzt war ich da ja vorher schon mal. Nur 2 Tage später ist halt dann die Schimanski, die Schimmi-Büste aufgestellt worden an der Horst-Schimanski-Gasse, die ich dummerweise verpasst habe. Also ab da nochmal hin. Und da steht der Schimmi auf dem Podest. Hat auch einen Schal drum gehabt, war ein bisschen biestig kalt um die 0 Grad. Besucht mal Duisburg-Ruhrort. Und ihr könnt, ich glaube, soweit ich weiß, kann man da eine Tour machen. Habe ich noch nicht gemacht, hätte ich aber Bock drauf. Und es gibt auch eine Schimmi-Tour. Auch die habe ich noch nicht gemacht, habe ich auch Bock drauf. Die Büste, ne, also der Schimmi-Kopf, der da steht, ist deutlich kleiner, als ich erwartet habe. Aber ist total geil, denn direkt an der Kneipe zum Hübi, ne? Also dat, wer die alten Duisburger Tatorte kannte oder kennt und da Fan von ist, dann ist das ein absoluter super Spot. Und natürlich, ja, das Museumsschiff Oskar Huber und da an der Promenade, letztlich kann man da wunderbar entlang flanieren, bis zum Binnenschifffahrtsmuseum oder auch, wenn man möchte, bis zum Innenhafen. Oder in diesem Fall, wie ich das gemacht habe, auf die Mercator-Insel zum Auge des Poseidon. Ihr wisst schon, da steht so ein Bollerkopf. Gegenüber eigentlich der Rhein-Orange. So, das heißt, wo die Ruhr in den Rhein mündet. Ja, so. Und da ist so eine kleine Insel, da könnt ihr drauf, läuft dann über die Friedrich-Ebert-Brücke, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da kannst du dann drauf und ja, ist eigentlich ein geiler Ort mit so einer Mini-Skywalk eigentlich, einer tollen Aussichtsplattform. An der anderen Seite müsste er, glaube ich, Homberg sein. Ja, und da kannst du dann weiterlaufen, wenn man noch so ein bisschen diesen morbiden Charme noch genießen möchte. Dann kann man sich noch so ein kleines bisschen durchs Hafengebiet bewegen. Ja, das ist rau, das ist roh. Aber glaube ich auch ein ganz toller Fotospot. Muss man machen. Also hat Bock gemacht. Das war eigentlich im Wesentlichen Schnelldurchlauf. 2022, ja. Jetzt lass uns nicht sentimental werden. Ne? So ein Rückblick ist schön, ein Ausblick ist noch schöner. Mal gucken, was noch passiert. Hoffen wir das Beste. Ich habe noch so ein paar Ideen und ich habe noch so ein Ding im Hinterkopf, wie gesagt, das zu realisieren. Da braucht Hilfe, da braucht Unterstützung und da muss ich vor allen Dingen auch erstmal Zugang finden. Was das sein wird, lasst euch überraschen, da ist noch so ein kleines bisschen was, was ich machen möchte. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, 2023 im Potternander-Jahr. Ich hoffe mal, dass alles noch viel, viel schöner wird, wie wir uns das vorstellen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch hier zwischen den Jahren ganz viel Zufriedenheit, ja, Glück, Gesundheit vor allen Dingen. Und dass wir uns auch ganz entspannt im nächsten Jahr wieder bewegen können. Ja.
Jetzt sind mir schon fast die Worte ausgegangen. Ich liebe euch alle. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Strömi von Pottananda. Ciao.